Diese Diskussion war zielführend, solange der Mensch nicht als Subjekt betrachtet wurde, sondern als Objekt. Als Objekt von Erziehung, sprich als Zögling. Und dann war die große Frage, wer dirigiert, wer regiert jetzt diesen Zögling? Und dann war ein Streit da, der war auch grundgesetzlich verankert worden zwischen Artikel 6 und Artikel 7 des Grundgesetzes, ob eher die Familie oder eher der Staat die Aufsichtspflicht haben möge, haben will. Und dann gab es auch verschiedene Verfahren und Prozesse, die dazu geführt worden sind, die aber alle an der Frage vorbeigingen und gehen, was geschieht, wenn der Mensch ein Subjekt ist, wenn seine Würde und seine Selbstbestimmtheit auch wirklich erkannt und anerkannt werden. Wäre dem so, dann hätte das zur Konsequenz, dass der Mensch gar niemandem gehört und dass der Staat mit seiner Aufsichtspflicht, die er beansprucht, in Wirklichkeit eine dienende Funktion hätte. Das heißt, selbst da, wo, was ja vorstellbar ist, eine Familie versagen würde in der Begleitung eines jungen Menschen und beispielsweise eine Vernachlässigung zu befürchten wäre, was ja noch nachgewiesen werden müsste, aber selbst da, wo das der Fall wäre, hätte der Staat in der Tat eine subsidiäre Aufgabe dafür zu sorgen, dass dem jungen Menschen alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, so dass dieser junge Mensch tatsächlich sich entfalten kann und eben nicht abhängig bleibt von der, vom Wohlwollen, vom Wohlmeinen von irgendwelchen Autoritäten. Aber der Unterschied ist ganz wesentlich, dass es hier nicht um Beschulung gehen kann, wenn wir von Aufsichtspflicht reden. Das heißt, anders formuliert, wir dürfen die Aufsichtspflicht nicht verwechseln mit dem Beschulungszwang. Denn der ist zwar das, was der Staat annimmt als Aufsicht, ist aber die schlechteste Form der Aufsicht, die es überhaupt geben kann. Deshalb mein Plädoyer, dass wir grundgesetzlich beispielsweise ein Recht auf frei sich bilden verankern müssen, dass dieses Recht gewährleistet, dass ein jeder Mensch tatsächlich dieses Recht in Anspruch nehmen kann und niemand diesen Menschen davon abhalten kann, frei sich zu bilden. Und in der Kehrseite oder in Ergänzung dieses Rechtes der Staat in der Tat eine Verpflichtung hat, aber eine Verpflichtung seinen Bürgerinnen und Bürgern von der Geburt bis zum letzten Atemzug gegenüber auch hat und wahrzunehmen habe. Das wäre aus meiner Sicht eine völlig legitime, gesetzestreue Auslegung unserer Verfassung. Die Subjekthaftigkeit des Menschen ist ein absoluter Grundzug, der im Prinzip auch den Menschenrechten im Grundgesetz Pate stand. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Mensch selbstverständlich ein selbstbestimmtes Wesen ist, dessen Würde von allen, auch und zuvörderst von staatlichen Behörden, zu achten ist. Ein Wesen, das kompetent ist und für den alles getan werden muss, damit dieser Mensch tatsächlich frei sich entfalten kann. Das ist sozusagen der große Wandel, der große historische Wandel, der erfolgt ist, nach zig Jahrhunderten der Annahme, der Mensch müsse als Objekt geführt werden, hin zu einem Wesen, das tatsächlich als Subjekt diese Selbstbestimmtheit habe und gewährt bekommt, dass er von Anfang an als kompetentes Baby, wie das damals Katharina Zimmer genannt hat in ihrem damals ganz wesentlichen Buch, dass dieser Mensch also schon als Baby kompetent ist, um frei sich entfalten zu können. Der Gedanke, dass ein Mensch eines anderen Menschen bedarf, ist nicht abwegig, in der Tat. Allerdings müssen wir klären, ob, wenn ich von mir ausgehe und sage, du brauchst mich, ob das nicht eine Frage von arrogantem Hochmut ist, dass ich also es nötig hätte,
einen anderen Menschen zu missbrauchen, um mir zu bestätigen, wie wichtig ich sei. Wenn ich aber etwas demutsvoller bin, nicht demütigen, aber demutsvoller bin, werde ich mich ihm zur Verfügung stellen. Und das ist ja selbstverständlich, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Also ich wiederhole es, es geht nicht darum, den Eltern mehr Rechte zuzugestehen. Es geht ganz klar darum, festzustellen, dass der Mensch als Subjekt, hier der junge Mensch als Subjekt, nicht gegen seinen Willen traktiert werden kann, dass hier also die staatlichen Behörden einen eklatanten Verfassungsbruch begingen, wenn sie mit Gewalt, mit subtiler oder mit offener Gewalt, einen jungen Menschen beispielsweise zwangsweise beschulten, der ganz klar und deutlich gesagt hat, das will ich nicht, das bekommt mir nicht. Unsere Töchter und Söhne wachsen auf in einem Klima, in dem sie fast keinen Raum haben für sich. Keinen unbeaufsichtigten Raum. Alles wird beherrscht, kontrolliert, geführt, soll einem Ziel dienen. Dieses lässt sich darstellen an einem Beispiel, nämlich am Beispiel des Spielens. Wo können heute junge Menschen überhaupt noch wirklich spielen? Es geht mir nicht um die Anwendung von das Spiel, wenn ich das so formulieren darf, sondern es geht mir wirklich um die Fähigkeit, frei zu spielen, ganz selbstständig zu spielen, für sich entsprechend den eigenen Fantasien, Bedürfnissen, Fähigkeiten und so weiter. Die gibt es kaum mehr. Und diese Erschaffung einer geplanten Welt ist die Voraussetzung für die Beschulung. Und die Beschulung ist Teil dieser Ideologie und dieser Maßnahmen, dieser Vorstellung, dass das Leben regiert werden müsse. Das geht dann später natürlich in die Vorstellung eines Lebens, in dem dann auch alles festgelegt worden ist, wann arbeitet jemand, wann gibt es die Freizeit, wann gibt es den Konsum, wann gibt es den Urlaub und die Rente und so weiter. All das ist die Fortsetzung derselben Vorstellung, dass Leben regiert und reguliert werden müsse. Und da ist die Schule nur ein Teil davon. Wenn wir uns aber dafür einsetzen, dass Menschen selbstverständlich frei sind, dass sie selbstbestimmt sind und dass sie das Recht haben auf diese Freiheit, dann wird die Schule keine Chance haben. Das ist die Situation, in der wir gerade stehen, in welcher eine grundsätzliche Entscheidung auch fällig ist, die tatsächlich diesem Wandel gerecht werden wird. In Wirklichkeit ist es ja so, dass es den Wandel schon lange gibt, dass wir ihn an vielen Stellen feststellen können, nur an diesem einen Punkt nicht. Und dieser eine Punkt ist der, dass es zwar Menschen gibt, die noch im alten System denken und handeln und die noch glauben, Erziehung und Schule seien notwendig, aber, und das ist das viel Wesentlichere, es gibt eine zunehmende Zahl an Menschen, die davon Abschied genommen haben, ausgebrochen sind, für die die Verfassung eine wesentliche Bedeutung einnimmt, zumindest in Bezug auf die Grundrechte. Und diese Menschen möchten sich ungern von Vorstellungen leiten oder verleiten lassen, die aus dem 18., 19. Jahrhundert stammen, die aber zum heutigen Zeitpunkt überhaupt keine Rolle mehr spielen dürfen. Das ist ungefähr so, dass diese schulischen Vorstellungen noch aus einer Zeit stammen, in der es Postkutschen mit Pferde gab, aber heute einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Das ist nur ein Beispiel für diesen Widerspruch, der unauflösbar ist.